Ja, hallöchen, meine Lieben. Knack, 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 knack. Und willkommen zu einem. Nein, kein jüngeres Video. Ich will. Ihr hört vielleicht schon. Kein Rauschen. Oder minimal Rauschen. Ganz minimal Rauschen. Denn ich habe den PC gewechselt. Ich bin jetzt wieder am alten PC. Ich habe jetzt gestern, wir haben es 5 Uhr morgens, da gesessen den ganzen Tag, habe dieses Ding eingerichtet. Meine Mutter hat vorher noch ein paar Tage vorher das Nötigste installiert, Firefox und Sicherungstool und so ein Kram. Und ich habe jetzt den ganzen Kram, den ich brauche fürs tägliche Arbeiten, installiert, Messenger, Origin, Steam, ja, ich habe Origin wegen den kostenlosen Spielen dort, Google Drive, Clipboard Manager, Camtasia, das kann ich jetzt wieder nutzen und nicht Sony Vegas, DxStory, Outer City, Winamp, TeamSpeak, VLC, ja, und habe ich jetzt eine 3 Terabyte Platte, von der 1,55 Terabyte ungefähr belegt sind. Das Problem ist nur, das Ding ist auf NTSC formatiert. Das heißt, man merkt schon, es ist viel zu spät eigentlich noch. Egal. Ich kann keine Sachen aufnehmen, die also ich kann nicht mit, wie formuliere ich das jetzt, also FAT32 ist es momentiert so rum, und das kann ja nur 4 GB Dingens unterstützen, 4 GB Dateien. Das heißt, ich kann auch das Ding nicht aufnehmen. Das heißt, ich habe zwar 2 Terabyte zum Aufnehmen frei, aber ich kann nicht drauf aufnehmen. Beziehungsweise müsste ich mal testen, ob er die automatisch auf 4 GB splittet, die Dateien. Ich denke mal nicht. Das einfach mal ausprobieren mit einer Testaufnahme. Ansonsten muss ich auch meine C aufnehmen, wieder mal, die langsamer ist. Weil die externe, die hat glatte 150 MB. Schnell ist die, und die C, die hat nur, wie war die denn, die Story, wo ist her, ja, irgendwas zwischen den Zähnen hängt, nein, Kack, ja, ich habe vorhin was gegessen, deswegen, naja, die hat nur 98 MB pro Sekunde, na gut, nur, das ist fast auch 100, ah, gut, da kann ich auch auf das hier aufnehmen, ja, relativ nur groß genug. Und naja, da habe ich halt jetzt seit heute um 17 Uhr da gesessen und habe meinen ganzen Kram, den ich auf den anderen beiden Festplatten hatte, auf meiner 2 Terabyte Platte, wo ich halt Spiele drauf hatte und Maker-Spiele und Sicherungen, Epic Maker Sicherungen und was weiß ich noch alles drauf hatte, Musik drauf hatte. Und halt die Platte, wo meine fertigen Videos sind und die ganzen Sachen, die ich zum Arbeiten mit Sony Vegas sage ich schon, halt zum Let's Playen brauche, wie, ja, was haben denn da alles? Ja, Hilfsprogramme, sowas wie der Hyperpatcher, falls ein Epic Maker Spiel mal nicht funktioniert, Map Export für Wallpaper und auch für Thumbnails, Keyboard Reset Dingens, Programm von Cherry, also ein kleines Mini-Programm, das ist gerade mal 6,5 Kilobyte groß. Das behebt diesen Bug, falls ihr Shoko Panic gesehen habt und Last Kingdom ist es, glaube ich, auch mal vorgekommen. Shoko Panic Space, da ist es nicht vorgekommen. Oh, ich sehe da irgendwie ein bisschen. Oh Gott, strecken. Da ist das vorgekommen. Ja, dieser Bug, dass der Charakter nur noch nach oben läuft im RPG Maker, der abends mal auftritt, weil der RPG Maker irgendwie dann
Tastaturbefehle irgendwie fest reinfriert oder was auch immer. Das ist ein kleines Programm, was das fixt. Temporär zwar nur, aber egal. Und außerdem noch ein Mava 3 Safe Editor. Ja, warum? Weil ich damals hatte ich den runtergeladen, weil ich den Spielernamen umbenennen wollte, weil Tessie den ja komisch benannt hatte. Ich habe es dann aber doch gelassen. Beziehungsweise haben wir jetzt einen anderen, dadurch, dass ich den Save von Neonsis dann später nehmen werde, weil irgendwie habe ich auch mal bei meinem Save momentan irgendwie das Problem, dass ich irgendwie nicht da bin, wo ich eigentlich gespeichert habe. Ich habe da wohl nicht gespeichert bei der letzten Aufnahme und naja, also das ist auch schon der Wochen her, aber egal. Und noch ein RGSSAD Decrypter, also für gecryptete Big Maker XP VX VXE Spiele, aus dem Grunde, dass ich da vielleicht mal in ein Faceset oder Backgrounds oder so ein Kram komme, die ich für Thumbnails benutzen kann, mehr auch nicht. Das macht die Spiele nicht editierbar, so ist es nicht. Das extrahiert nur die Ressourcen und die verwende ich halt dafür, dass ich, falls ich mal Facesets brauche oder wie bei Twitch, Fluch oder Segen, wenn ihr euch damit das Thumbnail anguckt. Nee, das war nicht mal das. Welches Spiel war das? Twitch Alternate oder sowas, glaube ich. Da habe ich eine Ressource aus dem Spiel verwendet. Und ja. Gott. Oh, ich habe schon wieder 6 Minuten. Ja, gut, und da habe ich halt seit 17 Uhr da gesessen und habe den ganzen Scheiß rüber geschoben auf die neue Festplatte. Und das hat wirklich seit 16 Uhr war ich, oder seit sogar, ja doch, 16 Uhr habe ich da gesessen. Das sind also 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 13 Stunden. Hat der ganze Scheiß gedauert. Aber hätte ich das auch morgen verschoben, dann könnte ich nicht aufnehmen, weil ich muss morgen wieder aufnehmen. Ich wollte das jetzt nur noch schnell aufnehmen und auch testen, ob der PC jetzt ordentlich funktioniert, weil ich weiß nämlich auch nicht, ob der vielleicht nicht sogar noch wieder abkackt. Ich hoffe nicht. Ich weiß nämlich nicht, welches Programm es ist. Ich habe die Befürchtung, damals, als er mir abgekackt ist vor ein paar Monaten, dass es vielleicht Camtasia gewesen sein könnte, dass das verursacht hat. Ich hoffe mal nicht. Sonst habe ich ein Problem, sonst kann ich mich nicht ändern. Weil ich weiß nicht, ob Sony Vegas hier ordentlich funktioniert, auch so ein 64-Bit-Betriebssystem. 64-Bit-Betriebssystem. Ja. Ja. Und naja, wir werden sehen. Muss ich halt alles noch zeigen, erst wenn ich wirklich richtig ändere, ob der dann wieder abkackt oder nicht. Und ja, ich habe es auch halt soweit nur das Nötigste installiert. Ich hoffe, dass es einigermaßen hilft und dass es halt noch nicht an den Spielen liegt, an Planescape Torment oder sowas, was ich damals laufen hatte, oder Minecraft. Ich hoffe es echt, weil wenn ich dann schon wieder den PC zurückschreiben muss, weil ich habe jetzt auch Zeug drauf auf der C, was auf die externe nicht drauf gepasst hat, wegen dem 4 GB Begrenzungskram da. Und naja, sieht da irgendwie ein bisschen. Okay, ich werde mich ja sonst verarbeiten machen, Render machen, Thumbnail machen. Da fällt mir ein, ich habe paint.net vergessen. Kacke, und ich habe Skills Thumbnail zu vergessen installieren. Kacke, ja, noch machen. Ja, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal bei. Was heißt das nächste Mal? Wir sehen uns dann heute bei Jade Cocoon. Beim Let's Read und so weiter und so fort. Ja, ne? Ja, bis dann, Leute, bis dann.